Folge 228 von Simotrans. Ja, wir sind da drin, hatten einen Kommentar vom Pumuckl. Ich freue mich über jeden Kommentar, obwohl dieser nicht sehr erfreulich ist. Der Pumuckl hat mir geschrieben, dass ich jetzt hier aufpassen muss mit meiner Infrastruktur etc., dass ich doch aufpassen muss, weil die Fahrzeugpreise etc. und so fort angepasst worden sind. Ich baue zum Beispiel 200er für Geschwindigkeit 200 km/h Oberleitung und habe 160 km/h, Gleise, fahre aber nur mit Zügen mit 120 km/h da drauf. Das ist nicht so gut, meint er, weil man dann nicht so effektiv Geld da dran verdient. Das hört sich nicht gut an, also. Müssen wir dran arbeiten. Hier haben wir jetzt was stehen. Da steht noch nichts. Da steht da Paletten. Okay, der ist jetzt dann dafür da, um die Verpackungsgeschichte zu transportieren, denke ich. Und hier steht auch noch mal einer. Okay, der eine macht Verpackung für dahin und der andere für da den Zement. Das passt schon. Wir müssen das Fleisch jetzt irgendwo hinkriegen. Und der Pumuckl hat aber auch noch geschrieben, was mir gerade einfällt, dass wir hier Depots haben, wo noch Fahrzeuge drin stehen. Ne? Fahrzeugliste. Gab es hier eine Depotliste, Warenliste, Fabrikliste, Touristenziele? Markierung, nee, gibt's nicht. Dann müssen wir das mal über die Fahrzeugliste vielleicht machen. Da sehen wir, dass sie im Depot sind, oder? Die müssten ja eigentlich hier bei Gewinn auf Null stehen, dann, wenn die da schon lange stehen, das ist die Frage, ne? Warte, aufsteigen, dann machen wir mal absteigend. Okay, der lohnt sich. Der lohnt sich, die lohnen sich alle hier. Sehe ich gar nicht, dass die... Achso, wir müssten gucken. Aha. Wo wir beim Nullbereich liegen. Da kriegen wir dann mit, wo dann die wahrscheinlich im Depot stehen. Und solche Sachen hier, die Museumszüge, die müssen wir dann austauschen. Das hatte der Michael, glaube ich, auch schon irgendwann geschrieben. 300, 300. Ja, die fahren alle schon ganz nett plus ein. Und hier haben wir Züge, die auf Fracht warten. Also noch fahren. Der wartet auch auf Fracht. Der wartet auch auf Fracht. Und das hat der Pumuckl auch geschrieben, dass die fahrenden Züge demnächst auch Kosten verursachen. Also da ist nichts mit hier 0,0 und alles ist gut. Da kriegen wir demnächst dann auch noch Standkosten für den Fahrer wahrscheinlich, weil sonst nichts oder die stehen sich kaputt und das muss dann auch repariert werden. Ne? Jetzt ist die Frage, ob hier in der Liste diese Fahrzeuge, knapp daneben ist auch vorbei, in dieser Liste, die überhaupt drin sind. Und ich glaube eher nicht, ne? Hier sind nur fahrende Fahrzeuge, oder? Zack. Wieder daneben. Ja, ich glaube nicht, dass hier was von Depot steht, ne, oder? Filter an, einstellen. Kann man hier irgendwo Depot auswählen? Im Depot. Da. Gut. Dann haben wir jetzt dieses Fahrzeug in einem... Na, das war jetzt aber wohl nicht Depot, was ich meinte, ne? Im Depot. Muss ich da noch anmachen? So sieht's aus. Krieg ich da noch mehr rein? Nein. Wie? Ich habe nur ein Fahrzeug im Depot, oder wie sehe ich das? Ah, ich verstehe schon nicht. Ich weiß, wo das Problem liegt, was der Pumuckl meint. Nützt nichts. Gehen wir hier raus, gehen wir hier raus. Gehen wir da raus, gehen wir da hin. Gehen mal... Dann fangen wir hier beim... bei der Schiffswerft an. Gucken da rein. Und da ist sowas zum Beispiel drin. Das meint der Pumuckl damit. Dass hier Schiffe noch drin liegen, so wie hier dieses, sind zwei drin, die bares Geld sind. So. Hier haben wir alle irgendwie da drin, keine Ahnung, wo die herkommen.
Da habe ich nämlich das letztens wahrscheinlich zweimal gekauft. Gut, Schiff haben wir. Dann ist der Flughafen hier oben oder ist er unten? Weil er das, also die, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt. Da ist es nicht. Der Flughafen war da. Wo ist denn der zweite Flughafen dann? Wo fliegen die denn hin? Gute Frage, ne? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hier. Da ist ein Hangar, wo aber nichts drin ist. Frachtflugzeuge. Alles ist gut. Jetzt habe ich bei dem anderen gar nicht angeklickt, oder? Ah ja, hier war ja auch keiner. Gut, dann haben wir Flugzeuge. Schiffe haben wir. Dann haben wir noch andere Depots wie Eisenbahn. Da ist ja hier oben nur eins. Und wie wir da sehen, sind da ganz viele Sachen noch drin. Verkaufen. Da kommen wir auf jeden Fall an Geld. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier gibt es noch Waggons. Oh, da sind ganz viele. Alle weg. Dann haben wir noch ein zweites Depot. Wo war das hier? Ich glaube ja, ne? Achso, das müssen wir erstmal gerade wegmachen. Da ist das zweite. Okay. Hier sehe ich nirgends so eine Zahl dran. Hier auch nicht. Aber hier. Stopp. So geht's. Passt. Gibt es noch Waggons? Bestimmt. Totes Kapital würde man das nennen, oder? So, dann haben wir das auch. Ich glaube, das war's mit unseren Fahrzeugen in der Hinsicht von Zügen und Auto. Haben wir hier einmal. Wo ist denn das? Ne, weiter oben ist es, ne? Oder ja, da oben ist es. Da ist nix. Da ist auch nix. Und Anhänger sehe ich auch nicht. Hat da geklappt. Dann haben wir hier in Radolfzell für da unten das alles. Ne, in Rudolfzell. Oder Radolf. Ne, Radolfzell passt schon. Da haben wir den. Da gibt es den hier. Ne. Den da. Haben wir. LKW. Die da. Anhänger gibt es dann auch noch. Vierer. Gut, das haben wir hier unten für. Dann muss es hier oben das natürlich auch noch geben, ne? Warte mal, hier unten haben wir auch noch eins. Bevor ich das vergesse, nehme ich das als erstes. Da ist es. Da ist noch ein ganz alter drin, den wir verkaufen wollen. Anhänger gibt es nicht. Gut, dann haben wir das. Kommen die von da oben oder kommen die von hier irgendwo? Ah, die kommen von hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber da dürfte eigentlich nichts sein, weil das relativ neu ist, ne? Wo ist denn das Depot? Hier unten. Ach Gott, das kommt von der anderen Seite. Doch, tatsächlich ist hier eins. Aber keine Fahrzeuge drin. Doch, da. Nein. Da. Weg ist er. Gut. Haben wir da? Da haben wir. Das war hier verkettet. Hier muss auch noch eins sein, aber da dürfte nichts drin sein, eigentlich. Wenn wir uns nicht verklickt haben, ne? Ne. Industrieliste, ne? Auswahlstraße. Gibt es doch bestimmt auch noch sowas. Stadtgebäude.
Depots. Da sehen wir sie doch. Hier unten gibt es auch noch ein Depot. Was ist denn das für eins? Mach das mal weg. Wo ist denn hier das Depot? Ich sehe das gerade nicht. Ach, da, ein Eisenbahndepot gibt es hier doch noch. Okay. Da war ich jetzt nicht von ausgegangen, dass hier noch ein Eisenbahndepot ist. Glücklicherweise gibt es hier aber nichts. Da gibt es auch noch eins. Okay, da gibt es auch noch was zu verkaufen. Ne, der daneben war es. Okay. Das ist durch. Waggons sehe ich nicht. Das hatten wir. Okay, da gibt es noch, auch noch eins, wo ich nicht wusste, dass es das gibt. Da waren wir. Ist da auch noch eins? Ah, das ist vom Flughafen, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Hier gibt es keins mehr. Dünne mal gerade die Fabriken aus, dann sehe ich das besser, oder? Das hatten wir. Das hatten wir. Da weiß ich nicht mehr, ob wir das hatten. Da gucken wir gerade mal rein. Ich glaube, das hatten wir nicht. Aber doch, da ist einer noch. Fertig. Erledigt. Gab es hier auch noch sowas? Nee, ne? Nee, das sieht nur so aus. Hier oben gibt es noch was. Da. Keine Zahlen dabei. Passt. Das ist ja wohl neu. Da dürfte ja nichts sein. Ne. Haben wir hier noch eins. Das müsste ja auch leer sein. Ne, guck mal, da ist ein Kühlwagen. Den haben wir da auch wohl falsch gekauft oder sowas. Kann das sein? Ja, war bestimmt so. Dann gibt es da vielleicht noch einen Anhänger zu. Ja, auch weg. Haben wir. Waren wir. Waren wir nicht, glaube ich. Ja, auch noch zu verkaufen. Dann gibt es auch noch einen Sattelaufleger wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Da haben wir noch was. Nix. 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 Da waren wir schon. Da waren wir schon. Hier ist noch was. Straßenbahndepot. Sieht gut aus. War nix. Aber daneben gibt es noch ein Depot. Für Fahrzeuge, die ich hier irgendwie da glaube treffe. Okay. Da ist nichts und da ist auch nichts. Und da oben ist auch noch... Ah ne, das war das Eisenbahndepot, das ist also erledigt. So, sind wir bei den Depots eigentlich durch, würde ich sagen. Dann haben wir das erledigt, jetzt müssen wir uns um das Fleisch kümmern. Wer braucht Fleisch? Gehen wir nochmal auf die Karte, die Fleischbude war hier, der Schlachthof. Aber warte, dann können wir, das sehen wir ja hier. Es gibt keine Verbindung zu irgendwem anders da. Hier, die müssten jetzt mit der Fleischbude verbunden sein, ne? Genau, mit der Schlachterei, ja. Aber die Schlachterei ist mit niemand verbunden. Das heißt, wir brauchen jetzt noch irgendwo einen Schlachthof hin. Gut, umschalten. Auswählen. Auswählen. Und dann ist die Frage, wer das kauft oder welches Gebäude das ist.
Industrieanlage bauen. Ja, weiß ich überhaupt nicht. Gibt es eine Fleischerei? Hatten wir, glaube ich, schon geguckt. Gab es nicht. Das bedeutet, das wird dann so ein Supermarkt sein oder sowas, ne? Komm mal her, Kali Bergwerk. Fleisch, Gastwirtschaft, braucht die denn Fleisch? Die bräuchte zum Beispiel Fleisch. Die bräuchte Wein, Bier, Fisch, Fleisch, Backwaren. Fisch hätten wir auch noch nicht. Müssen wir dann auch wieder eine Kette neu machen, ne? Backwaren hätten wir. Fleisch können wir dann auch noch anliefern. Fisch fehlt, Wein fehlt. Ne, obwohl, Wein könnte man vielleicht rankommen, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir eine Gastwirtschaft machen. Was hat denn ein Gasthof? Hat noch Obst zusätzlich. Dann muss man noch Fischzucht und Fischfanggebiete machen, ja, ne? Ich hätte gerne mal geguckt. Discounter, Simstar Süd. Und Simstar Nord, alles klar. Krass. Ich würde aber gerne gucken, ob wir irgendwas haben, wo wir nicht so viel Zusätzliches bauen müssten, obwohl so viel Zusätzliches war es ja gerade nicht, ne? Konditorei, da waren wir schon, Markt, Minimarkt. Aber der Minimarkt hat richtig viel, aber auch kein Fleisch dabei, ne? Marktplatz haben wir schon drüber gesprochen, der ist aber auch ohne Fleisch. Der Markt hat auch kein Fleisch. Marzipan gibt es da sogar, guck mal an. Ein Lasermarkt hätte Fleisch. Milch hätten wir, Textilien, das ist ein neuer Zweig. Dann würde ich erst noch gucken, dass wir noch was anderes finden. Oktoberfest hätte natürlich auch Fleisch, ne? Schwimmdock, Stahlwerk, Steinbruch, Supermarkt. Hätte Fleisch, Obst, Molkereiprodukte. Das ist zu viel noch, dann können wir deinen Gasthof besser nehmen, ne? Ja, die sind zu multitalentmäßig. Tankstelle, da muss man auch Fleisch in haben, ne? Da kriegst du immer die Bratwürstchen zum Grillen. Verwaltung, was brauchen die denn? Akten? Computer, Haushaltsgeräte, Papier und Farben, okay. Viehhof, Haferfabrik, Wald, Warenhaus. Das Warenhaus hat kein Fleisch dabei. Ja, sieht so aus, ich würde den Gasthof dann nehmen wollen. Den Gasthof, weil da brauchen wir nicht noch zusätzlich so viel machen. Das war ja schon der, oder Gastwirtschaft war es, glaube ich, ne? Oder Gasthof, gucken wir nochmal. Ne, der hat sogar noch einen mehr, der Gasthof. Obst wäre zusätzlich, aber Obst hätten wir auch sozusagen, also wäre es egal. Ich mache aber den mal. Da brauche ich nicht so viel anbinden, ne? Ja, dafür muss ich mein Tool aufmachen zum Generieren von, sag schon, Zufallszahlen. Da haben wir auf der 476 die 408. Und auf der 512-Achse die 174. Gut, das bedeutet, wir gehen hier rein. 512 war die 174, irgendwo hier. Gehen wir da mal hin. Sehe ich leider nicht. F 117, 380. 174, ich schätze mal. 183. Jetzt hatten wir 174, also das wäre hier in der Ecke schon richtig. Aber die 408. Vielleicht ist die ja sogar noch hier irgendwo. 406, 407, 408 und 174.
einmal bitte so. Und da ist die Gastwirtschaft 174, 408. Boing, passt. So, dann haben wir sie gesetzt. Gastwirtschaft ist da. Schalten wieder um. Und die ist super nah hier an der Straße. Blick aufs Meer. Alles ist wunderbar. Bedeutet, hier müssen wir noch die Anlieferung hinmachen. Und das können wir vielleicht gerade noch schnell machen. Aber wir werden die ganzen Wege, die es dahin gibt, dann mit Linien, machen wir dann später. Ne? Ah, jetzt habe ich... Na komm, machen wir. Geht das so einfach? Ja, geht so einfach. Und dann noch einen Abladeplatz hier, dass wir anliefern können. Und das Bestücken machen wir nächste Folge, denke ich mal. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank für das Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch vorher gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare sowie der Pumuckl reinschreiben und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.